Ich liebe das inoperable Schalter im Spiel. Ja, Carpenter, du hörst uns doppelt, weil du uns über das DC hörst und über das Stream. Spiel. Über den Über Stream, den genau. Stream, also dementsprechend. Ich habe DC lautlos gemacht, dass ich da nichts mehr höre. Und wenn jemand von euch was sprechen tut, höre ich das halt erst hier über den Stream, also zeitversetzt. Ist doch egal. Bin erstaunt, dass der angegangen ist jetzt ohne die Pumpe. Super. Sehr nice. Wie 100 machen, das lassen wir noch. Ja, das ist dann schon ein bisschen zu hell. Starten niemand? Nee, bin ich super. Bin ich super. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, das habe ich nicht gesehen. Oh, das wäre Real Life wohl auch nicht so, ne? Und wo willst du starten? Hinter dir. Gegen den Wind. Aber oh, wir warten jetzt mal noch. Rotzeletter noch. Alles klar, Rotzemund. Dann viel Erfolg, viel Erfolg. Und we are cleared for takeoff, sind wir ready? Machen wir kurz diesen Katzensprung. Miau. Miau, und dann fliegen wir mal von der obersten Insel ganz nach unten. Das ist dann ein bisschen gemütlicher. Oh. Nee. Nee, das ist gut. Ja, jein. Das ist gleich. Das passt ein bisschen hell. Das Schlimme ist, ich starte, also ich fliege äußerst gern im von außen, in der Außenansicht. Ja? Und unsere Piste ist das, ne? Ja, das passt. Hey, irgendwas. Ah, ne, jetzt geht's. Super. Die Außenansicht mache ich eigentlich fast nur im Reiseflug oder für Gear Up und Down. Aber das ist ja krass. Und weil du Piste siehst du ja da gar nicht mehr. Nice. Lassen wir. Ja, raus, ja. Gehen wir mal, dann fliege ich. Ich glaube, wir können einfach. Jetzt gucken wir da kurz. Ja. Ich fliege dann einmal über diese Insel und dann vom Norden fliegen wir über den Flugplatz, gucken, ob wir den Windsack sehen. Aber es sollte Wind von Süden kommen. So wie hier. Let's go. Ich mache dann noch einen Orbit to the left, bis ihr dann auch alle gestartet seid. Wow. Wow. Oh,
euch. Längst der genau. Fluss. Ich sollte das jetzt auf klassisch umstellen, aber ich lasse es. Der Outcast Panda, der steht aber schon die ganze Zeit da in der Höhe oder in der Richtung. Ja, ich glaube, der fliegt einfach von uns weg. Dein wahrscheinlich längster Flug der Welt. So sieht's wohl aus. Wir zögern ihn noch in die Länge. Du Papst. Gut, fliegen wir zur Insel, ne? Lass die Landeklappen direkt unten. Ich habe sie eingezogen. Was hat es eigentlich mit dieser Umstellung auf sich? Ja, machst du klassisch. Wow. Aber ja. Ich habe mich halt hauptsächlich konzentriert auf die modernen Einstellungen. Meine klassischen Einstellungen sind so, naja. Aber es sieht echt cool aus. Vielen Dank, Rotze. Ich freue mich dann gleich auf YouTube-Videos, damit wir ein bisschen mehr hier was davon erfahren. Ich würde mal sagen, Marking, dass er sich gar nicht mehr einloggen kann. Genau. Ja, der andere Flug, da warten wir dann, ne? Also du sagst, ne, komm, flieg den auch klein, dann können wir das auch machen. Und ja, Idarian hat bis jetzt noch nicht geschrieben. Aber wir können da mal ein bisschen zurück. Seht ihr unsere schönen Atom und ich, wir fliegen da schön gekurvt rum. So soll es sein. Check. Wir drehen schon seit Stunden hier so unsere Runden. Yes. Wir trommeln die Motoren. Hast du dich festgefahren? Bist du oder ich? Ja, wir kommen jetzt sowieso da runter. Ist kein Problem. Danke dir, Rudo. Wofür? Kavator? Wir sind ein bisschen tief, ne? Ey, irgendwas ist mit meiner Steuerung nicht okay. Oh lala. Was ist das? Weiß das jemand? Warum reagiert das so krass? Guck das mal an. Aber wirklich gerade so, ey. Ich stelle nichts um, weil dann habe ich dann das Problem wieder bei den Airlinern, nee. Ich glaube, ich lasse es einfach besser so. Wie? Die Fluggäste klatschen trotzdem. Auf diesen Platz. Und dann schalte ich hier aus. Ich will gar nicht das anmachen brauchen. Nee, ich will jetzt hier mal YouTube-Video gucken da, hallo? Ich roll dann auch eben auf den Platz, weg von der Wiese.
Kapitän, 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 Kapitän,